Wir haben jetzt unsere Feldgrenze aufgezeichnet. Im Menü Feldgrenze aufzeichnen. Heißt, wir haben unser Feld angelegt, dadurch können wir es nachher auch speichern. Und gleichzeitig haben wir gesagt, wir haben ein Vorgewende angelegt. Auch hier ein individuelles Vorgewende angelegt. Die beiden Sachen kann man sehen. In Orange dargestellt sehen wir jetzt unsere Feldgrenze, die einmal die Feldkontur zeigt. Und wir haben an drei Seiten ein Vorgewende angelegt. Warum? So ist es uns möglich, dass die Maschine jetzt schon, ohne dass wir überhaupt was gesät haben, am Vorgewende ein- und ausschalten. Und man kann beispielsweise an den beiden Kopfenden und hier an der Seite, wo das Feld etwas schräg ausläuft, nachher nochmal eine Bodenbearbeitung machen, um die ganzen Spuren vom Wenden wegzumachen. Hat man aber beispielsweise eine Kombination mit vorlaufender Kreisellage, macht es auch Sinn, weil dann fahren wir mit den Bodenbearbeitungen nicht schon mal wieder übers Gesäte. Wir können nun mit unserer Aussaat starten. Überall, wo jetzt was markiert ist, heißt Section Control, also das Vorgewende markiert ist, sät die Maschine nicht und nur in dem grau schraffierten Bereich. Das alles haben wir fertig. Möchten wir etwas löschen, können wir auf Feld klicken und dann bearbeitete Fläche löschen. Da jetzt nichts bearbeitet ist, wird auch nichts gelöscht. Und können nun mit der Aussaat beginnen. Dazu heißt es Maschine runter, Gebläse an und los geht's. Wir sind jetzt in der Ansicht der Azurit. Sieht man hier unten, der weiße Balken leuchtet, die Azurit zeichnet auf. Wir können auch wechseln für den Dünger. Dann sehen wir hier das Ein- und Ausschalten des Düngers. Wir können auch nochmal die Ansicht wechseln. Als Draufsicht 2D oder in der 3D-Ansicht. Genau. Die Azurit ist an, beide sind über Section Control aktiv. Wir kommen jetzt ans angelegte Vorgewende und sehen jetzt, wie die Azurit hier nach und nach abschaltet. Der Dünger hat schon abgeschaltet und die Azurit auch. Wir können ausheben. Die Maschine drehen und in einer beliebigen Spur dank Lenksystem wieder reinfahren. Maschine runter, Dünger zuerst, dann Saatgut und schon